Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2. So, wir hatten den Prolog gespielt, die Schlacht um Cardia. War am Anfang ein Tutorial, aber später war es noch richtig spaßig. Und ja, was spielen wir jetzt? Qual der Wahl. So, ja, ich denke mal, jeder YouTube-Depp, ich auch, wird mit dem Imperium anfangen. Ach nein, das machen wir nicht. Mit den Necrons habe ich jetzt persönlich nicht so viel. Ich finde die Modelle, ein paar Modelle fand ich ganz geil. Silber-Grün gefällt mir ganz gut, die Farbkombination. Ich habe aber also nicht so viel Ahnung von denen. Darum fangen wir hier mit meinen Lieblingsviechern an. Die Tyranniden, ich würde die mal auf easy spielen. Wenn wir die durchhaben quasi und noch Lust haben, dann würde ich die nächste Fraktion auf mittel spielen. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann auf schwer. So, aber ich muss erstmal reinkommen. Machen wir erstmal easy. Und ich bin mal generell gespannt, wie die Kampagne wird für den Tyranniden. Und ja, wie sich die Schiffe von dem fliegen lassen. Ich habe da keine Ahnung von den Schiffen. Ich weiß nur, die Schiffe sind Lebewesen. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Und das war's. So, Futter für den großen Verschlinger. Die Schwarmflotte der Tyranids werden von einem unstillbaren Hunger vom galaktischen Rand in das Gebiet des Imperiums gedrängt. Jetzt zieht es sie zu den umkämpften Welten rund um das Tor von Cardia. Angst ist der Vorbote der Tyranniden und Verzweiflung ihr Geschenk. Es ist unmöglich, mit ihnen zu verhandeln oder zu reden. Sie können nur zerstört werden. Was? Sie können nur zerstört werden? Verdammt! Sie können nur zerstören! So, Palian. Ach, ich kann die nicht spielen? Willst du mich verarschen? Ich muss echt... Nee, ne? Gib mir verdammt nochmal die Tyranniden! Ah, kacke, ey! Ich muss echt mit diesen Imperialen anfangen. Tut mir leid. Das regt mich gerade auf, ey. Aber vielleicht hängt es mit der Story zusammen. A million worlds scattered across an uncaring galaxy. A million worlds forever under threat from the machinations of cursed traitors and perfidious Xenos. It is an empire consumed by war, by the very battle for survival itself. For there is no peace amongst the stars. The Space Marines, genetically modified warriors who know no fear, spearhead every counter-assault, taking the battle to the heart of the foe. From the smoke-wreathed horror of Adeptus Mechanicus Forge Worlds sail warships of fearsome potency, their weapons blessed by the Machine God, and their crews dedicated to the Omnisire's holy cause. The Schola Progenium mold callow flesh into leaders, officers of the Imperial Navy, the greatest fleet ever to span the stars. These heroes dedicate their life to the Imperium's defense, confronting the ceaseless threat of chaos wherever it manifests. The war against the dark gods and their worshippers is the eternal battle for the soul of mankind, for the future of the galaxy itself. It is the forge upon which true heroes are struck and legends tempered. Admiral Spire is one such legend, savior of the Gothic sector, vanquisher of Warmaster Abaddon's 12th Black Crusade. For centuries he has been lost, trapped in the shifting tides of the Immaterium, while in pursuit of the hated foe. Such travails would drive an ordinary man to madness, or into the clutches of the very gods he once opposed. But Spire is no ordinary man, and his time is coming once more.
Cool, er kommt aus dem Warp jetzt endlich mal da raus, ja? We're out. Praise the Emperor, but I can see the stars again. Cool. Receiving distress signals. The region's alive with them. According to the timestamps, Admiral. The year. It's 999 M41. We've been lost in the warp for over 800 years. And Cadia, the hymnals report that it's been destroyed, sir. There's a lot of confusion out there, sir. And Admiral, Cadia fell at Abaddon's hand. Then we are returned not a moment too soon. Navigator, chart a course to the Cadian system. We may be an age too late to join the battle, but revenge is still within our grasp. Warp engines online. Geller Field holding. This is Admiral Spire to all Imperial vessels. Rally at coordinates 154554. This isn't over. So. Kommt noch was? Oder kann ich mal ein bisschen was erzählen? Also, wie ist das jetzt im Warp? Ich verstehe diese Warp-Springerei nicht. Wie soll ich sagen? Was, waren die jetzt 800 Jahre auf Reise oder kam ihnen das nur vor wie 5 Minuten? Ich verstehe das mit diesem Warhammer-Universum, mit dem Warp nicht. Also wenn das jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare oder macht mir ein Video und erklärt es mir. Ich verstehe das nicht. Aber ich finde es cool. Ich finde es cool. Ja, wir sind jetzt 800 Jahre in der Zukunft quasi und es tut mir leid, dass wir nicht die Tyranniden spielen konnten oder dass wir uns das nicht aussuchen konnten. Ich habe das so verstanden, dass wir uns quasi eine der drei Kampagnen aussuchen können. Wäre echt geil gewesen. Aber naja, jetzt spielen wir hier Spire. Großadmiral. Wait. This is not the Cadian system. Sieht ein bisschen besser aus mittlerweile als in Teil 1. The Immaterium arrives, Lord Admiral. It has flung us far off course. I can see that, Domitian. Where are we? Star sights indicate we've entered real space in the Cadian sector. Confirmed. Not too far, but not close enough. Still, we have been fortunate. Have our astropath send out a hymnal. All surviving vessels in the sector to rally at our position. Cadia needs our aid. Warship signatures inbound, Lord Admiral. Chaos vessels. Indeed. Then our retribution begins. We hold this position. Ja, ich guck mal so ein bisschen neben meiner Schiff an. Ich find... What is this I smell? Another so-called warrior come to charge his blade. I am Lord Admiral Spire. I will be your death. Not this day, Lapdog. My lieutenants come to claim your skull. It shall adorn the War Master's throne. We shall see. Ready main batteries. Okay, also wie gesagt, Spire gab es in Teil 1 auch und ja. Geht gleich los, wo sind wir? Ach da. Ich muss mal die Ansicht wieder ein bisschen ändern. So, Energie. Hattest du nicht Frontalwaffen? Nee, Spire hatte nur Distanz. Heading acknowledged. Ah, warte ab, ich komme, du. Naja. Understood. Aber bewegt sich auch nicht, ne? Setting course. Melter Torpedos. Los! Ah, jetzt gibt er Gas, diese Sackratte. Energie, wir konnten noch hier irgendwo einschalten, dass er selber von selbst immer schießt, ne? Hm. Ich kann mal selber gucken. Coordinates acknowledged. Wo waren diese Atta? Automatischer Feuermodus. Underway. Changing course. Ballert uns ganz schön Schilde runter. Mir fehlt irgendwie noch so ein feindlicher Zerstörerklasse. Okay. Können wir mal auf den Antrieb? Ne, gezielt können wir noch nicht, oder was? Hm, schade. Junge, komm her. Engaging engines. Changing course. Ich überlege, was können wir noch machen?
Fertigkeit. Meuterei-Effekte auf verbindete Schiffe im Umkreis von 9000 Einheiten rund um das Schiff. Gewährt dem Schiff 400 Moralpunkte. Okay. Moralsteigerung. Boah, gibt's das? Aber wir sind auch nur ein Kreuzer, ne? Luna-Klasse. Oh, jetzt mosch den doch da mal weg. Targeting enemy vessel. Oh, kritischer Schaden. Aber wir haben gleich keine Schilde mehr. Was war das denn? Ping oder was? Wir wurden identifiziert von anderen Feinden wahrscheinlich. Jetzt reicht's mir. Understood. Hier. Weiß nicht, die seitlichen Waffen gefallen mir irgendwie nicht so auf Distanz. Coordinates acknowledged. Ich weiß nicht, was der gute Großadmiral als Frontwaffe hat, aber irgendwie schießt er frontal nicht. Schilde sind down. Frontal kommt irgendwie gar nichts. Course engaged. Setting course. Oh, wir sind näher ran da. Geht Berg aus. Course engaged. Versuchen wir mal zu entern. Dann müssen wir sie gleich da mal gekillt haben, verdammt. Brauchen wir hier viel zu lange mit dem Schiff. Underway. So, meuternde Crew. Das heißt, sie killen sich wahrscheinlich jetzt. Heading acknowledged. Ah, vielleicht engaging kommen die nochmal wieder. Die Chaoten. Engaging. Aber der hat frontal keine Waffe, ne? Also. Ich dachte auch, dass der Großadmiral irgendeine andere. Ich glaube, das ist jetzt im Rahmen gewesen, ne? Lord Admiral, the Sons of Mars stand ready for your orders. Ah, danke. Excellent. Their firepower will be a great asset. Well met, Fabricator. How many ships do you bring me? All that could be found, Lord Admiral. I regret that we bring enemies on our heels. Duty breeds enemies, Fabricator. Join your fire to ours. We'll see them ended. Okay. Calculating vectors. Ich bring euch da erstmal weg. Und du komm mal ein bisschen in diese Richtung. Understood. So, Triebwerke aus. Drehen. Rouse the engines. Oh, wir kommen hier in diese Richtung. The spirits obey. Und Attacke. Alle Mann. Feuer frei. Engaging target. Was habt ihr denn so Schönes hier? Er hat auch Torpedos, Torpedowerfer, aber so gezielt nur zwei. Und der Schnucki hier hat nichts Besonderes, okay. Schilde sind gleich down, das haben wir hier, leichter Kreuzer. Und das ist hier ungekreuzert. Thruster routines active. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier. Ich will nicht, dass seine Schilde runterkommen. Changing course. Coordinates acknowledged. Automatisiertes Feuer. Automatisiertes Feuer finde ich gut. Weapons calibrated. So. Das ist ein Plünderer, okay. Hat er hier irgendwie Raketen oder so? Nee. Befehl zurückziehen. Scanner hat er. Hm.
Heading acknowledged. Thruster routines active. Changing course. With matchless efficiency. Na, ich versuche abzuschätzen mit den Raketen. Könnte jetzt klappen. Und? Ja. War eine gute Sache. Dann konzentriere dein Feuer da drauf. So, ihr sollt den da in den Arsch kriegen. Das war ein super Angriff mit dem Melter-Torpedos. Schön in Brand gesetzt. Meuterei. Wunderbar. Fantastisch. Das war sehr gut. That's the last of them, my lord. Gefällt mir. Negative. They were but the tip of the spear. I calculate that the others will soon arrive. Dann. It matters not. I led a fleet through the bleakness of the Gothic War. By comparison, this is nothing. A pity that war cost us our greatest heroes. That may be. I wouldn't give to have Captain Abradol at my side. All decks report ready. Good. We shall forge new heroes this day. Let us hope they suffice. Ah, vielleicht doch zu groß hier. Seems they've come in strength, Lord Admiral. All ships. The Emperor protects. Engage at will. Survival probabilities are unfavorable. Recommend we withdraw. All ships, hold position. Doubt forms the path to damnation. There is no doubt while strength abides. Beneficent Emperor? Oh. Is that what I think it is? The Sons of Dawn heed your call, Dawn Admiral. It's good to see vessels of the Adeptus Astartes, Captain. Space Marines. Faith is well enough. But hope and faith bring victory sooner. The war never ends, Lord Admiral. I want to. We shall fight it together. Setting course. Wo ist mein Space Marine Kollege? Komm hier her. Underway. Energie. Was hat er denn überhaupt Schönes? Haben wir Space Marine Logo drauf? Ist doch bestimmt Imperial Fist, oder? Ich kann es nicht erkennen, ich kann es nicht erkennen. Aber er ist gelb-schwarz. Es muss ein Imperial Fist sein. Ich liebe die Imperial Fist. Das war mein Orden damals. Und ich ziehe mal zurück. Calculating Vectors. Deine Schilde sind down. Was haben wir hier? Ein leichter Kreuzer. Hast du Torpedos? Nee, hast du nicht. To where we are needed. Target on screens. Underway. So, wir drehen. Ey, du kleiner Wichser. Entschuldigung. Der. It will be destroyed. Rammt der mein Space Marine Schiff? Das geht gar nicht. Das nehme ich mir echt übel hier, du kleine Sackratte. Course engaged. So, ab hier. Wir brauchen euch hier hinten. Oh, ich zieh dich weiter mal zurück. Optimal course set. Engaging engines. Obliterate that target. Transition begun. So. Ah, hat sich noch nicht erholt hier. Kannst du dich mal bitte irgendwie wieder in den Nebel Engaging drive. Verpieseln? Geht ja gar nicht. Zieh mal alleine, oder? Das gefällt mir nicht. Komm. Engines engaged. Oh, 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 oh. Energie. Scheiße. At your command. Das reicht. Initiate targeting protocol. Bomba schicke ich jetzt los.
konzentriere ich da. Und du Raketenangriff. Hier mal schnell um die Kurve flitzen. Changing course. Ah, komm, bleib hier, mein Freund. So, ich bin gespannt. Kommt was an Raketen an oder nicht? Ah, ein bisschen. Zwei Türme wohl zerstört. Setting course. So. Ah, der lebt immer noch. Transition begun. Los, ich will keine Verluste. Hau ab. Feel our might. Und du hol dir den da, verdammt. Geh dazwischen, Energie. Wir wollen keine Verletzten, keine verlorenen Schiffe haben, verdammt. Er hat aber kurz vor Meuterei. Boah, jetzt. Komm mal dahinter. Engaging engines. Energie. Der hat den Brenner auch auf volle Energie. Hold course. Vielleicht können wir nochmal rammen von hinten. Okay, Energie auf. Und er hier hat noch einen Turm. Coordinates acknowledged. Könnte noch was werden. So. Und Feuer frei. With matchless efficiency. Utter the canticles of battle. Der muss doch mal sterben, da, verdammte Axt. Aber der hat hier Frontal. Der hat Frontalwaffen gehabt. So, können wir meutern oder so? Hat aber nicht geklappt. Heading acknowledged. So, der andere ist er zerstört? Ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen. Dann Revere the Omnisire. Kannst du mit ihm spielen? Wer ist das letzte Signal? Ne, da hinten schießt noch was, der ist im Nebel. Dann geh du auch mal in den Nebel. The engines. So, ich sag mal Energy zum Rammmanöver. Oh nein! Wir sind voll vorbeigefahren. Heinrich, was tust du? Scheiße, ey. Kann man nicht Notsprung machen? So, drei Truppen verloren. Alle Mann. Ich denke mal, das haben wir bisher gut am Laufen, dass er vielleicht noch entkommt. Ich will keine Verluste haben. Weil ich weiß nicht, ob ich die ganzen Schiffe später übernehme. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Ist das ein Impel Fist? Ein Bruder? Ich würde sagen ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sehe nirgendwo, die haben als Logo eine Faust. Ah! Das ist wichtig. Für mich zumindest. Oh, da sind sie. Yeah! Geilo! Meine Brüder, die ich mal gespielt habe. Und ich habe geflucht mit ihrer scheißgelben Farbe. Upsala. Course engaged. Ich wollte nur, dass ihr euch den da teilt. Gibt's Friendly Fire? Jetzt fahren wir hier ein bisschen Karussell und haben es erledigt. Mission erfolgreich. Space Marine. Last traitor vessel destroyed, Lord Admiral. No further signatures. And allied ships? Nothing more. Others may be inbound. We can wait no longer. Let stragglers seek our trail amongst the dead. We have a fleet. I must confer with Lord High Admiral Drangus how best to employ it. We will have vengeance for Cadia. Rache für Cadia. Cadia. Hmm. Na, er lädt wieder. Diese Ladezeiten könnte man noch ein bisschen verbessern. Oh, da ist ein Elder. The challenge before us is bleak, but we shall prevail if the Emperor wills it. The Despoiler will be driven back, but we need support.
We must secure planetary systems within the battle zone. These will provide us the necessary means to strengthen our fleets. So, Sektoren. Die Streitkräfte von Admiral Spire befinden sich derzeit im Cardia-Sektor. So, ein Sektor besteht aus mehreren Systemen, deren zum Kampagnenvorschlag beisitzt. So, Bedrohungsstufe. Bedrohungswert, das hatten sie damals auch in der Kampagne. Das war zum Teil echt nervig. Weil man dann stellenweise immer nur Nebenquests gemacht hat und nicht die Hauptquests weitergemacht hat, weil man diese Bedrohungsstufen runter haben wollte. Je höher der Wert ist, desto aktiver sind die Fraktionen dort. Okay. Also der Bedrohungswert stellt den Willen der feindlichen Fraktion dar, einen Sektor zu erobern. Je höher dieser Wert, desto aktiver sind sie dort vor Ort. Okay. So, Dringlichkeitsanzeige. Die Dringlichkeitsanzeige zeigt die Dringlichkeit ihrer Situation im Kampf gegen andere Fraktionen. Sie steigt in jeden Zug an und leert sich, wenn sie Ziele erfüllen. Die Dringlichkeitsanzeige ist in 5 Segmenten unterteilt. Ja, kann sein. Wenn das hier Dringlichkeitsanzeige ist. Ah, hier unten. Oder was ist das da? Ne, sind nur 1, 2, 3, 4. Ach komm, was weiß ich. Im Segment Filch steigt die Bedrohung aller feindlichen Fraktionen um 1. Naja. Ja, das werden wir schon sehen. So. Hier haben wir 8 in unserer Schiffstärke. Kann ich mal rollen? Ne, ich kann nicht raus scrollen. Das heißt. Ja, und wir können wahrscheinlich hier nur auf diese Ebene weiter. Das heißt, der nächste haben wir einen Gegner mit 143 und hier können wir uns wieder entscheiden, wo wir lang wollen. Wir wollen natürlich den Kampf, aber Cardia ist natürlich eine richtig große Feindflotte. Das könnten wir nicht aufnehmen. Okay, wenn das jetzt so die Kampagnenmap ist, geht's ja. Eigentlich sieht es sehr übersichtlich aus. So, besondere Zielorte. Es kann in jedem System einen oder mehrere besondere Zielorte geben. Jeder davon ist mit bestimmten Eigenschaften verbunden, die unterschiedliche Effekte haben. Jener Fraktion, die das System kontrolliert, okay? Also, Ressourcen. Produktionspunkte, Reparaturrate, Truppenregeneration, okay. Makropolwelt, das hat auch immer so ein nicht zukunftsfähige Welt, okay. Also da kriegen wir keine Besonderheit für, okay. Es gab früher immer so einen Hafen, aber naja, vielleicht kommt das gleich noch. Das ist einfach nur eine Sonne und irgend so ein Planetchen, ne? Oh ja. Evolutionsstufe. Nach mehreren Zügen unter ihrer Kontrolle können besondere Zielorte mit Hilfe von Ressourcen weiterentwickelt werden. Das ist natürlich geil. Bringt dann wahrscheinlich bessere Waffen oder mehr Schiffe, whatever. Die Effekte, von den besonderen Zielen ausgehen, unterscheiden sich je nach Evolutionsstufe. Na klar. So, jetzt klicken wir mal so ein Schiffi an. Demios Binary has much to offer our future operations. But it is occupied by Chaos Forces. We shall sweep them aside and restore the Emperor's rule to this stolen world. So. System. Annexion. Bezwingen Sie die im System stationierten feindlichen Streitkräfte, um die Kontrolle zu übernehmen. Neutrale Systeme werden eingenommen, sobald die Flotte dort ist. Ist klar. Flottenstärke. Die Flottenstärke stellt die Macht dar. Sie hängt davon ab, im Wert von Leben und anderen Parametern. Also was für Schiffe, wie viele Schiffe. Das wird wahrscheinlich alles diesen Wert steigern. Flotten besitzen ein gewisses Kontingent an Bewegung, die zu Beginn jedes Zuges wieder auffüllen. Sie können über sichere Routen für eine Bewegungspunkt pro Runde
durchkreuztes System. Also wir können nur von da nach da, ja. Okidoki. Also ich könnte mir schon ahnen, dass wenn wir jetzt da rüber gehen, dass es dann gleich zum Konflikt kommt. Und ja. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Break. Ich möchte ja nicht, dass die Videos allzu lange sind. Wenn ich irgendwas Falsches sage oder wenn ihr irgendwelche Infos habt, zum Beispiel die Warp-Reise, wenn mir das jemand von euch erklären kann, wäre es geil. Was mich auch nochmal, ich meine, vielleicht guckt ja jemand rein, der nur sowas wie Star Trek und Star Wars kennt. Ich glaube, die Schiffe, mit denen wir hier hantieren, die größeren, die Kreuzer, die müssten, wenn, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber die waren, glaube ich, größer als die Sternzerstörer aus Star Wars. Also bei Warhammer haben wir ein größeres Größenverhältnis. Definitiv. Na gut. So viel dazu. Ich glaube, ich werde nochmal die Sounds ein bisschen runterdrehen. Sie scheint doch mir ein bisschen zu laut zu sein. Egal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch mal gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Das wäre echt gut. Unterstützt Bruder Heinrich. Ich gehöre zur Imperialen Garde. Nein, zu den Imperial Fists. Also, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.